Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich wollte mir mal wieder melden und sagen, ja, ich lebe noch. Es ist schon ein bisschen her seit dem letzten Video über die Enka Solix E1600. Keine Angst, da kommt noch ein Video und zwar so ein quasi Erfahrungsvideo zu dieser Solarbank. Aber ich bin da noch am gucken und das Wetter ist auch nicht so toll. Ich habe nicht so viele Sonntage, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es ist auch so, es gibt auch nicht gerade was, wo ich sage, oh, darüber könnt ihr jetzt ein Video machen. Ich habe jetzt hier was vor mir liegen und zwar ist das hier so ein Mini-PC von BMAX. Den habe ich mir jetzt hier gekauft, weil ich habe vor, mich mal so ein bisschen in diese, ja, wie sagt man dazu, Home Assistance Sachen da einzuarbeiten? Oder schimpft man das anders? Weil Home Assistant ist ja schon so ein Programm. Oder halt I.O. Broker oder dieses Hub da. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, richtig. Und ja, zur Visualisierung, ne? Um halt alle meine smarten Geräte auf eine Plattform zu haben, statt immer durch die Apps zu wechseln. Das wollte ich mal machen und normalerweise wird ja zum Großteil so ein Raspberry benutzt. Ich persönlich fand den jetzt ein bisschen teuer, dafür, dass man ja diese Einplatinencomputer hier so klein und da braucht man ja dann noch einen Netzstecker und noch vielleicht ein Gehäuse. Und da habe ich mich entschieden, halt jetzt sowas hier zu holen. Ist jetzt hier nicht das High-End-Gerät. Das ist hier auch schon mit einem Prozessor hier drinne, der auch aus dem Jahr 2017 ist. Aber ich dachte trotzdem, probier das mal. Das sollte funktionieren eigentlich. Also, ich würde den jetzt hier auspacken, würde euch mal mitnehmen. Wie gesagt, ob es was für euch ist, ist eine ganz andere Geschichte. Deswegen wechseln wir jetzt die Perspektive und ich würde sagen, auf geht's. Ja, wie schon gesagt, BMAX oder BMAX Mini-PC. Und ja, hier seiten dann mal ganz kurz ein paar Daten. Ne? Wir haben hier den Intel Gemini Lake N4000. Also es ist ein Celeron-Prozessor. Auch nur ein Zweikerner, der mit ja, 1,1 GHz taktet bis 2,6. Wir haben 8 GB RAM und 128 GB ja, internen Speicher. Ja, und das war es auch schon weiter gewesen. Deswegen öffnen wir die Verpackung. Zack, schauen wir mal, was hier alles drin ist. Erstmal schön eingepackt. Wir haben hier, okay, eine Kiste ohne Inhalt. Wir haben hier ein Netzteil. Das ist ja auch gut. Das soll im Last nur 6 Watt verbrauchen. Was natürlich toll ist für ein Gerät, was dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen soll. Dann haben wir noch ein HDMI-Kabel. Ja, ich sag mal so, eine Befestigung, um diesen Minicomputer dann an den Monitor zu schrauben oder zu befestigen und natürlich noch ja, eine kleine Bedienungsanleitung und wir haben dann diesen kleinen Minicomputer, der wiegt so gut wie gar nichts. Und so schaut er jetzt von oben aus, ist auch passiv gekühlt. VGA-Anschluss. Auf der linken Seite dann zwei normale USB-3-Anschlüsse, ein Einschub für eine MicroSD-Karte. Oben haben wir dann nochmal zwei USB-2-Anschlüsse, den HDMI-Anschluss, den Power-Knopf nicht vergessen, den wir hier haben, Netzanschluss, Kopfhöreranschluss, Mikrofon und Kopfhörer und natürlich einen LAN-Anschluss. Das ganze Ding soll auch Wi-Fi haben. Das ganze Teil hier hat mich 129 € gekostet.
Und der Prozessor, der hier drin ist, dieser Celeron N4000, ist eigentlich für Mobilgeräte gedacht, weil der ja auch dann dementsprechend auch stromsparend ist. Diesen Computer gibt es auch mit einem i5, also der dann ein bisschen mehr Bums hat, mehr Leistung, allerdings steigt dann auch die Wattzahl um einiges. Und weil wir keinen passiven Kühler mehr haben, sondern hat dann einen Kühler verbaut. So, hier ist dann noch die Besonderheit, dass man hier tatsächlich, wenn dieser interne Speicher voll ist, man hier dann noch eine M2 SSD verbauen kann. Das ist ganz nice. Aber ich denke mal, das für das, was ich jetzt den nehmen will, sollte es zureichen. Zumindest für den Anfang. Ich würde mal sagen, wir stöpseln den mal an und starten den. Im Übrigen soll hier Windows 11 Pro drauf sein. Da bin ich schon mal ganz gespannt, wie der so läuft auf diesen, ja, sagen wir mal, doch eher schwächeren Prozessor. Ich werde ihn mal anschließen und dann starten wir das ganze Teil. So, angeschlossen ist das Teil. Oh, wie alles so staubig hier in letzter Zeit. Ich werde jetzt mal einen Powerknopf drücken. Jo. Tastatur und Maus hatte ich hier alles angeschlossen, sollte funktionieren. Und wir müssen uns leider um den oberen kümmern, oberen Monitor, weil nur der obere mit HDMI läuft. So sollte das funktionieren. Es guckt jetzt zwar ein bisschen nach oben, aber naja. Gut, okay, wir schauen mal. Ein bisschen warten müssen wir. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Nicht gerade sehr professionell von mir. Jo, sieht schon nach Windows 11 aus, ne? Ich würde sagen, ich richte das jetzt ganz fix ein und dann sehen wir uns ja auf dem Homescreen wieder. Deutsch. Oh, Sprache ist korrekt. Das Tool lehrt auch. Oh, einen Moment bitte. BMAX. BMAX. Ich werde mal das Licht jetzt ausmachen, damit ihr was seht. Oder wird das nicht so blendet? Ja, ich glaube, das können wir mal so lassen. Okay, wir nehmen die Lizenz. Vereinbarung für dich an. Jo, das will ich euch jetzt hier nicht antun. Ich denke mal, das könnte durchaus ein bisschen dauern. Eben halt wegen den etwas schwächeren oder schwachen Prozessor. Aber wir sehen uns dann wieder, ne? Ja, und da sind wir auch. Das ging flott. Internet habe ich jetzt noch nicht eingerichtet. Aber wie gesagt, wir könnten auch, hätten auch Wi-Fi hier. Oh, das ist nicht so schnell, wie ich sonst gewohnt bin. Aber wir könnten hier eine hinzufügen. Ja, Google Chrome ist hier drauf. Das ist ja interessant. Wieso ist hier Google Chrome drauf? Wie dem auch sei, wir gehen mal hier auf Einstellung. Gehen wir jetzt unter System Information. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Also, ne, ein Celeron haben wir hier von Intel, der N7000, 1,1 GHz. Ist nicht viel, ich weiß, aber ich will damit ja auch nicht zocken oder sonstige Sachen. Und wir haben tatsächlich Windows 11 Pro hier drauf. Installiert am 01.01.24. Wir können hier nochmal in die Task Manager. Und wir gehen mal auf Leistung, CPU, ne? Hier sieht man, wir haben hier zwei Kerne nur und wir haben keine Threads. Aber wir haben einen Cache von 4 Megabyte. Wir haben eine Virtualisierung, ist da an. Ja. Also ich denke mal, zum Zocken oder sowas ist der definitiv nicht geeignet. Ich werde mich mal jetzt mit dem Internet verbinden hier. Und vielleicht können wir da mal Videos oder so anschauen. Allerdings ohne Ton, weil der Monitor hat keinen Lautsprecher. Verbindung habe ich erstmal. So, ich wollte eigentlich noch mal gucken hier. Hier geht's in, ist hier drauf, Spotify, Clipchamp Video Editor. Wieder mal in die Einstellung hier. Windows Updates sind auf dem neuesten Stand. Das ist ja interessant.
Man merkt doch, wenn man jetzt hier den Browser öffnet, dass der nicht wirklich der schnellste ist. Und aber was das Schöne ist hier, was das Schöne natürlich hier ist, man hört nichts. Allerdings ist jetzt ziemlich warm geworden. So, weil zu diesem Computer, Minicomputer hier, ich denke mal so für einfache Office-Anwendungen oder vielleicht mal ein bisschen im Internet surfen, sollte so ein Gerät, zumindest mit dem Prozessor hier, definitiv ausreichen. Ich glaube, man könnte den noch schneller machen, wenn man hier eine SSD einbaut, als wie hier mit diesem tollen Flash-Speicher. Eine MMC, ne, ist halt nichts wahnsinnig Schnelles. Aber wie gesagt, für meine Bedürfnisse sollte das jetzt erstmal ausreichen. Ich werde den jetzt hier platt machen, lese mir jetzt noch den Windows-Key aus, damit ich den nicht verliere, falls ich dann mal wieder Windows drauf machen will. Ich werde den platt machen und werde mir dann halt so eine Oberfläche oder Betriebssystem, also wie gesagt, entweder I.O. Poker oder Home Assistance, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, werde ich mir dann hier drauf spielen. Und dafür brauche ich dann auch keinen Monitor, weil diese Systeme werden dann einfach über den Browser und deren IP-Adresse dann gesteuert von einem anderen Gerät aus. Also quasi wie so ein Server ist das dann, ne? Gut. Ich denke mal, ich werde mich jetzt drum kümmern. Und ich denke, wir sind jetzt hier erstmal mit diesem Video durch. Wenn es für euch informativ war und wenn es euch gefallen hat, das Video, gebt doch einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon habt. Und denkt dran, im nächsten Video werde ich nochmal auf die Anker Solix E1600 eingehen und was ich da so für Erfahrungen gemacht habe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ne, wie gesagt, abonniert. So, und ich würde jetzt sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal und ciao!